Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 3. Und wir müssen irgendwelche Sicherungen austauschen. Wir sind nämlich jetzt ein Hausmeister. Und dann machen wir das mal. Wir dürfen wieder durch diese Tür. Da waren wir gerade auch schon. Das ist super. Ich glaube, wir gehen jetzt auch genau da wieder hin, wo wir waren. Er hätte uns die Sicherung ja nicht vorher schon mitgeben können. Nein, das ist natürlich nicht möglich. Nee, wir müssen in eine andere Richtung, tatsächlich. Ah, wir müssen hier durch. Guck's dir an. Ah. Ah? Nein. Main. Frame. Kaputt. Ja, aber... Okay. Nun bin ich aber doch ein klein wenig verwirrt. Ist ja blöd, wenn ich da jetzt so und dann aber hier... Nee. Das ist schon leicht doof. Flood Control. Ah. Ach guck mal, da steht das auch. Am Alpha und Omega. Aber, achso, das ist ja nur die Flutkontrolle, das hat damit ja nichts zu tun, ne? Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, wo du hingehen musst, weil ich nicht weiß, wo du bist. Ah, du bist ein Lutscher. Meine Güte, ey. Ich weiß nicht, wo du hingehen musst, weil ich gar nicht weiß, wo du bist. also ich weiß schon, wo ich durchgehen muss, aber das geht nicht, weil da ist kein Strom drauf und dann ist blöd und überhaupt und so. Aber vielleicht ist das auch der richtige Weg. Könnte das sein? Ah, hier. Ach nein. Oh. Achso. Man hört dich überhaupt nicht, aber ist gut. Ich dachte gerade, jetzt kommt ein Minispiel. Du bist im richtigen Geschoss. Gehe zum westlichen Teil und halte aus. Alles klar, große automatische Tür. Verstehe. Roger. Ich bin aber gar nicht im richtigen Geschoss. Das ist doch voll gelogen. Oder? Nee. Was ist nur für ein Kasper, ey? Ohne Spaß. Der schickt mich voll in die falsche Richtung. Ich muss doch wieder nach oben. Das nennt sich Vater, weißt du, schickt mich ja absichtlich in die falsche Richtung. Nur damit er sich amüsieren kann. Ich meine, was soll denn das? Jetzt ist er nämlich vor die Tür, wo wir gerade schon standen. Jetzt ist da nämlich auch das Licht schon an und dann kann man da nämlich durchgehen. Da. Eigentlich dachte ich, da kommt so ein Minispiel, dass man das selbst einsetzen muss, aber ist alles gut. So, da sind wir. Nudeln nehmen wir uns mal mit hier. Lecker Nüdelchen. Na gut, die ist eh leer. Ist hier irgendwas Interessantes für mich drin? Nein, und nicht mal Loot, der ist doch scheiße. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, alles gut. So. Dann wollen wir mal. Wuhu! Ist alles in Ordnung? Ja, ha. Ach, jetzt muss ich da ran, alles klar. Kontrollraum gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu reparieren. Warum kommen Sie nicht her und helfen mir? Moment, da gibt es noch etwas, das zu erledigen wäre. Janice sagt, dass eines der Einlassrohre verstopft ist. Die Verstopfung liegt auf dem Rückweg. Geh zurück ins Museumsgeschoss und ruf mich über die Sprechanlage an, wenn du da bist. So, so. Wir siezen uns jetzt also schon. Na, das ist ja interessant. Ja, Papa. Okay, haben wir das auch erledigt? Und dann werden wir mal den Rohrkrepierer quasi entfernen und dann verlutscht es auch wieder richtig. So, die Frage ist, wo ich jetzt lang? Scheint so, als ob hier die richtige... Wir werden ja sehen. Nee, das scheint nicht richtig zu sein. Okay. Okay, dann gehen wir hier nochmal kurz raus. Und sollen wir über die Sprechanlage uns melden? Hallo! Hi! Skin! Wo ist denn die Sprechanlage?
Achso, an den Türen eigentlich, ne? Hier ist eine Sprechanlage. Ist alles in Ordnung? Ja, Sprechanlage. Nein, nicht. Wo muss ich lang? Ich weiß nicht, wo du lang gehen musst, weil ich nicht weiß, wo du bist. Ach, aber ich weiß. Hm? Aber ich aber weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss hier hin. Hier geht es ja auch runter. Hatten wir schon damals gesehen. Und hier könnten noch ein paar Gegner sein, weil ich auch nicht genau weiß, wie lang das hier ist. Und wenn nicht, naja, dann halt nicht. So, alles klar. Ziemlich dunkel hier drin. Gut. Oh. Ein Hubschrubbschrubb. Na, jetzt schlägt es aber 35 hier. Ich glaube, ich werde mal kurz Stimpaks nehmen. Einfach mal so. Freund oder Feind? Ich bin mir nicht so sicher, ob das freundliche oder feindliche Burschen sind. Noch sind sie halt freundlich, ne? So, jetzt kann ich hier in die Siebpumpe, alles klar. Ich glaube, wir werden das gleich sehen. Oh. Oh, what the, oh man, what the fuck. Ist ja zum Kotzen. Ich bin, glaube ich, falsch rum, kann das sein? Ah, egal. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was das für Burschen sind. Oh, hier ist ein kaputtes Klühchen. Scheiße mit Powerrüstung. Oh, fuck. Ah, ich habe ihn getroffen. Oh, no. Guck mal, da kommt er einfach hervor und denkt, ja, ich schieße jetzt mal eine Runde. Aber warum muss ich denn immer so zweimal so diesen Hebel ziehen? Warum ist ich nicht getroffen? Was soll denn das für ein Scheiß? So, stirb, du Lutschkopf. Muss ich auch noch mal hier Stimpax nehmen. Oder habe ich noch irgendwas anderes aufbereitet? Das Wasser ist immerhin etwas. Das Nudeln. Mehr nicht. Okay. So, na dann. Ich glaube, hier gehe ich gerade voll in die falsche Richtung. Na dann wollen wir mal. Muss ja auch wieder hoch. Fällt mir gerade so auf. Oh, ich glaube, die sind jetzt in dem Denkmal drinne, oder? Das heißt, jetzt wird gleich fett geschnetzelt. Das Blöde ist natürlich, dass die Waffe dann ein wenig, naja. Hab ich zufällig. Ah, 61 Schuss ist jetzt nicht so viel. Aber egal, für den einen oder anderen reicht das schon. So, wo ist denn der Typ? Der Typ, der ist hier. Warum ist denn der? Nee, das kann der nicht sein. Da. So, Mikrofusionszelle. Leider kann ich die Powerrüstung nicht tragen, weil ich die Ausbildung dafür nicht habe und die ist saumäßig schwer. Aber das könnte ja noch kommen. Okay. Und der ist schon mal down. Hier wird nicht rumgestöhnt, Soldat. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Was ist denn hier los? Alles klar. Rein in die Rotunde. Im Namen des Präsidenten wird diese Anlage hiermit unter die Kontrolle der Regierung der Vereinigten Staaten gestellt. Wer ist der zuständige Leiter hier? Treten Sie vor und übergeben Sie mir sofort das gesamte Material des Projekts. Das ist kaum möglich. Das ist ein privates Projekt. Außerhalb der Zuständigkeit der Enklave. Ich möchte Sie daher bitten, sich sofort zurückzuziehen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie hier verantwortlich sind? Ja, ich zeichne für dieses Projekt verantwortlich. Ich wiederhole. Hiermit befehle ich Ihnen, alle Materialien im Zusammenhang mit dem Aufbereiter auszuhändigen. Es tut mir leid, aber das... Darüber hinaus werden Sie die Enklavenwissenschaftler unterstützen, die Kontrolle über die Verwaltung und den Betrieb dieser Anlage zu übernehmen. Colonel, Sie sind doch Colonel.
Tut mir leid, aber die Anlage ist nicht in Betrieb. Das war sie nie. Ich fürchte, Sie verschwenden nur Ihre Zeit. Zum letzten Mal treten Sie sofort ab und übergeben Sie uns die Kontrolle über diese Anlage. Colonel, ich versichere Ihnen, dass diese Anlage nicht funktionieren wird. Es ist uns nicht gelungen, die Testergebnisse zu wiederholen. Ich schlage vor, Sie fügen sich umgehend, um weitere Vorfälle zu vermeiden. Haben wir uns verstanden? Ja, Colonel. Ich mache, was immer Sie wünschen. Es wird keine weitere Gewalt notwendig sein. Dann händigen Sie uns alle Materialien im Zusammenhang mit diesem Projekt unverzüglich aus und unterstützen uns bei der sofortigen Inbetriebnahme. Nun gut. Ich brauche nur ein paar Minuten, um das System hochzufahren. Schluss mit diesen Verzögerungen. Fast fertig. Ich bin gerade dabei, die Daten zusammenzufassen. Und da sterben sie alle. Weg. Schnell weg. Und da sind sie tot. Was macht denn der da drin? Sterben. Er ist weg. Naja, ist wir tot. Müssen von hier verschwinden. Als nächstes werden sie uns an den Kragen gehen. Wir müssen sofort hier raus. Was zum Teufel ist gerade passiert? James, Ihr Vater hat eine Überlastung verursacht. Er opferte sich, damit die Enklave den Aufbereiter nicht bekommt und wir die Zeit zur Flucht haben. Es werden noch mehr kommen. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie uns finden, sonst ist Ihr Vater umsonst gestorben. Aber ich lasse meinen Vater nicht da drin zurück. Jetzt kann keiner mehr etwas für ihn tun. Die Strahlenbelastung da drin ist tödlich. Sie würden mit ihm sterben. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort! Okay, wie kommen wir hier raus? Vor vielen Jahren haben wir einmal einen alten, verlassenen Tunnel als Fluchtweg benutzt. Der müsste leicht zu finden sein. Wir müssen sofort dorthin aufbrechen. Gehen wir! Oh, mein Gott. Wir wollen fliehen jetzt hier, nicht heiße Liebesspielchen machen. Das ist natürlich auch krass, weißt du, wir finden gerade unseren Vater und dann stirbt der, weil er sich halt opfert. Das ist schon ziemlich krass. Wenn ich das mal so sagen darf. Wir müssen fliehen, solange wir das noch können. Was geht dort oben vor? Was ist passiert? Gehen Sie nicht weg. Wir werden Sie brauchen. Wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Wir brauchen Sie jetzt. Nur Sie haben Kampferfahrung. Wir haben die Enklave hinter und Gott weiß was vor uns. Wenn wir hier durchkommen wollen, brauchen wir Ihre Hilfe. Sie haben recht. Was soll ich für Sie tun? Wir müssen zusammenbleiben, aber uns schnell fortbewegen. Wir bleiben dicht hinter Ihnen, okay? Los! Weiter geht's! Mir nach! Wir sind dicht hinter Ihnen. Seien Sie vorsichtig. Hallo! Yo, was geht? Alles klar, dann wollen wir mal die ganzen Leute hier, die Unschuldigen quasi, durch die Tunnel hier befördern. Ich weiß nicht, ob ich sie lebend hier durchbringen kann. Das Ding ist das Ding, genau. Ich müsste den eigentlich kaputt machen, weil das ist ja, glaube ich, schon feindlich, ne? Amerika nicht. Sie interessieren sich nur dafür, sich selbst die Tasche zu machen. Wir müssen mit diesen Hetzern abbrechen. Okay. Und eben speichern. Ich habe hier ja schon Feinde gesehen. Irgendwo sind hier auf jeden Fall Feinde. Und wieder hier? Was ist denn hier? Ach, nix. Ist ja toll. Naja, immerhin Red Away. Und die laufen hier, spazieren einfach rein, ist denen egal. Strahlung? Pah! Ich hab noch nie etwas von Strahlung gehört. Das Pentagon, die wichtigste Militäreinrichtung des Landes. Gut, die Augenbots, die sind jetzt nicht unbedingt sehr gefährlich. Das ist eine verschlossene Tür. Ich kann sie zwar öffnen, aber das wird einige Zeit dauern. Kein Thema. Ich will ihre Waffen haben, weil die Waffen sind ziemlich cool. Sogar noch gefährlicher. Was ist mit den Sklavenhändlern von Paradise Falls? Paradise Falls, da will ich auch noch hin. Oh. Verdammt. Ja, die treffen schon ziemlich gut. Aber das ist super clever von dir, einfach so vor mich zu laufen, während ich einen Granatenwerfer in der Hand habe, Raketenwerfer, aber läuft bei dir, ne?
So. Oh. Scheiße. Ach nö. Ach, das ist aber gemein. Das ist jetzt aber gemein, muss ich sagen. Hm. Na gut, dann nehme ich das Gauss-Gewehr wieder. Das ist mir auch egal. Aber du halt mal eben die Backen. Da oben. Wo ist der andere hin? Ist der schon tot? Ich bin sofort bei euch. Aber I need sein Plasmagewehr, weil die sind schon ziemlich cool. Hi. Es war dumm. Ich wusste ja, dass sie da sind. Und eigentlich war das eh dumm. Ich habe keine Stimpacks mehr. Ich hatte mal über 30 Stück und jetzt sind sie alle weg. Hm. Ich kann natürlich mal... Warte. So, bitteschön. Und weiter geht's. So, natürlich, wenn wir dennoch versuchen... Und wir nehmen das Plasmagewehr. Macht doch um einiges mehr Schaden. Oh. So. Oh shit. Warte kurz. Bleib stehen. Blöder Ghoul. Puff. Ja, ihr seid auch dumm. Warum rennt ihr einfach vor? Jetzt mal ohne Spaß, ne? Laufen die einfach vor, ich sag mal. Weißt du? Ist schon ein bisschen dumm von euch, ne? Jetzt wisst ihr aber schon selbst, dass das nicht die cleverste Idee von euch war. So, jetzt stehen wir. Ich will nur gucken, was sie dabei haben. Die haben doch bestimmt... Oh, ich liebe die Plasmawaffen. Die sind gut. So gut. Impulsmine, Mikrofusions... Was? Oh, verdammt. Das sind ja zwei Leute. Scheiße, ich treffe den nicht von hier. Ja gut, scheiß mal auf die jetzt. Hab leider auch nicht mehr so viel. Ich habe nur ein einziges Stimpack, was jetzt nicht unbedingt super ist. Aber naja, besser als nichts. So, wenn die uns daherkommen, kommen sie uns halt hinterher, machst du nix. Oh ne, dennoch was dabei. 4 Kronkorken nehmen wir mal mit. Und wir sind im Tank. Los, weiter geht's. Hallo Amerika. Er spricht John Henry Eden, Ihr Präsident. Okay, hier sind wieder welche. Speichern wir eben. Entweder sind das Ghoul. Wir können nicht weitergehen. Wir müssen anhalten. Wieso sollten wir jetzt anhalten? Gaza hat einen Herzfehler. Er braucht Arznei, sonst schafft er es vielleicht nicht. Ich gehe erst weiter, wenn er die Arznei hat, die er braucht. Wie kann ich helfen? Ich habe nicht genug medizinische Vorräte bei mir. Sonst wäre das alles kein Problem. Falls Sie Stimpacks dabei haben, dann geben Sie sie mir bitte. Ah. Ich habe keine Medizin dabei, aber können wir ihm nicht etwas Buff-Out geben? Normalerweise würde ich das niemals billigen, wenn die Lage nicht so ernst wäre. Wenn Sie meinen, dass das die beste Maßnahme ist... Keine Ahnung. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Wie? Das musst du doch wissen. Sie ist doch... Also... Hä? Sie ist doch Ärztin. Woher soll ich wissen, ob das okay ist? Jetzt ist ja... Ist ja witzig, ey. Das Problem ist eigentlich hier gelöst, oder nicht? Was gibt's? Ja, weiter. Wir sind dicht hinter ihm. Was gibt's? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo die anderen sind, aber naja, die kommen schon irgendwann nach. Shit. Das Dumme ist halt, ich hab selbst nicht mehr genug Schuss übrig. Ich muss jetzt ein bisschen auf Lucky Shots setzen.
So, der ist down, sehr gut. Oh, 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 das ist scheiße. Es ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. TP. Ja, ist ja gut. Fuck. Ich bin so süchtig nach dem Scheiß, ey. Scheiße, ich hab mich einmal getroffen. Dein Ernst? Jawohl. Lutscher. So, also egal was die machen, ich gehe weiter. Ich muss jetzt zum Arzt. Ich muss geheilt werden von meiner Sucht. Augenbotthelm. Ja, schön. Das freut mich ja fast, dass hier ein Augenbotthelm ist. Das ist super. Kann ich dann so tun, als ob ich so ein Roboter von der Enklave wäre. Oh. Da ist ein Ghoul. Und da ist ein Ghoul. Oh, ich habe den Ghoul nicht getötet. Das ist jetzt aber sehr verwunderlich. Oh, da war der mysteriöse Fremde. Oh, shit. Cool. Ein richtiger Cowboy. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, ob die mir jetzt noch folgen oder nicht. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, aber... Oh, da liegt noch ein Auge rum von einem Soldaten. Das ist aber schön. Ich denke mal nicht, dass der jetzt jedes Mal auftauchen wird, aber ab und zu... doch auch ganz nett. So, was haben wir denn hier rumliegen? Ein bisschen Jet. Das war's, ne? Oh, hier ist was. Zwei Stimpaks. Die folgen mir gerade wirklich nicht mehr, kann das sein? Boah, wie ich das hasse. Ne? Jetzt muss ich erstmal zurückgehen, gucken, dass sie mir wieder folgen, die blöden Nutten, ey. Okay, sind weg. Naja, dann soll es mir egal sein. Ich muss ja eh raus, also von daher. Entweder leben sie dann noch oder sie sind tot. Na, alles nicht so wild. Jo, dann geht's mal hier lang. Und dann geht's mal dort lang. Oh, ja geil, ich bin genau zwischen die Beine geschossen und dann habe ich irgendwie durch ihn durchgeschossen und dann habe ich ihn irgendwann getötet. Läuft. So. Oh. Moment, ich sollte mich vielleicht erst um... Oh, das ist aber ein hübscher. So, puff. Ja, löst dich auf. Oh. Verdammt, ich habe daneben geschossen. Ah, brauchte ich halt ein bisschen länger, ne? So, oh, ich glaube, ich bin auch bereit für ein Level-Up, kann das sein? Let it be, please. Ich habe keine Ahnung, wo die sind, aber ist mir auch egal. Oh. Oh. Hä? Ah. Das ist ein Typ, wo ist denn hingeflogen? Da. Ach, der hat nur Scheiße dabei. Was soll ich mir sowas? Okay, hier. Das, die sind. Ist, oh. Ihr habt den Dreher richtig raus, ne? Scheiße. Ah, fuck. Das hat echt... Also, so ist das echt ein bisschen complicated. Da muss... Yeah. Manchmal ist es aber komisch, dass das nicht verbraucht wird. Also keine A-Klammer, wenn ich mal was abbreche. Manchmal ist es ein bisschen komisch, aber... Mein freut mich natürlich, weil dann verbrauche ich keine Ressourcen. Das ist ja super. Was kommt denn jetzt hier schon wieder? Oh, fuck. Ach, komm! Schon wieder durch die blöden Beine durch, ey. Unglaublich. Na gut, jetzt muss ich mich natürlich auch wieder von dem Ranz-Scheiß hier ernähren, aber es geht halt nicht anders. Wo komme ich denn da hin?
Ach du Scheiße. Oh nee. Wirft er eigentlich was? Ich bin. Ja, oh Scheiße, er wirft. Oh oh, das ist uncool. Das ist überhaupt nicht cool. Warte kurz. So. Scheiße. Oh, hier gibt's keine Tür. Das ist natürlich scheiße jetzt. Okay, was kann ich denn machen? Scheiße, ich bin gleich tot. Spielermine dafür ist zu spät. Boah, der mich verfehlt, der Sack, ne? Das Problem ist einfach. Was mache ich so großartig gegen den? Der kriegt kaum Schaden. Ja, jetzt läuft er auch hier einfach mal geschmeidig. Einfach durch die Explosion, ist ihm alles egal. Im Grunde braucht er mich nur noch ein einziges Mal treffen, ich bin eh tot. Also, hm. Was kann man denn noch machen? Gatling ist... kann ich natürlich nehmen, das Problem ist halt, naja, so viel Schaden macht die leider auch nicht gegen den, ne? Ich bin angeschlagen, nee, wirklich. Ist aber nett, dass du mir das jetzt so sagst, Mensch. Da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen, ne? Komm schon, ich weiß das. Verdammt, ich bin auch so doof, ne? Warte mal. Der wird mir sowieso hinterherlaufen. Also. Ich habe nur noch eine davon. Ja. Ich habe keine mehr. Ich habe gerade die Splittermine fallen lassen. Scheiße, er ist. Oh, ich höre schon. Ich höre schon seinen Rumgelatsche hier. Scheiße. Okay. Oh ja. Okay, das reicht nicht. Fuck. Es hat aber schon. Na doch, das hat aber Schaden gemacht. Also, das war nicht verkehrt. Jetzt muss ich nur wieder abhauen. Ich wollte eigentlich versuchen, ihm auf die Beine zu schießen. Damit er verkrüppelt ist und nicht mehr so schnell laufen kann. Hat nicht geklappt. So, Plan wird aber jetzt fortgesetzt. Soll ich das im Wärts probieren? Das könnte klappen. Scheiße. Das ist natürlich jetzt ein bisschen nervig. So, da kommt er. Ich probiere das jetzt im Wetz. Und versuche ihm einfach irgendwie die Beine wegzuballern. Vielleicht habe ich dann Glück und der mysteriöse Fremde kommt. Wieder? Hallo? Hallo? Hallo, Herr Buhl? Er hat jetzt keinen Bock mehr auf mich. Hm. Okay. Ja, was ist denn los? Komm mal runter hier. Ich habe eine Überraschung für dich. Hä? Was ist denn hier? Hm. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Ich weiß ja, dass es nicht so viel Damage macht, aber immerhin ein bisschen. Gut, dafür muss er jetzt natürlich auch herkommen, sonst bringt mir das alles nichts. Komm schon, komm schon, komm schon. Bin schon angeschlabbert, komm. Ach komm, jetzt hau nicht ab. Jetzt runter oder nicht? Ja? Oh, fuck, ich habe aber seine Bein. Immerhin habe ich sein Bein verkrüppelt. Also das ist schon so eine lange. Schon. Jetzt wird wieder schon. Wird schon wieder so eine lange fucking Folge, ey. Okay. Gut. Ja.
Komm schon, gib mir irgendwas Besseres als das hier. Okay, gut, die Kronkorken, die bringen jetzt mal nichts, aber das ist ja egal. Schmutziges Wasser. Oh, ich habe auch fast nichts mehr hier, ne? Okay, wir nehmen. Naja, die macht am meisten Schaden von den Waffen, die ich habe. Läuft. Sage ich jetzt einfach mal. Okay. Ja, der hat nichts. Aber mal, hier fanden wir auch noch ein paar gute Sachen, oder? Na gut, hier noch einmal Jet. Wir finden hier noch Stimpacks. Die geben wir uns gleich. Zack, zack. So. Wir speichern jetzt mal hier und jetzt hauen wir den Ding richtig auf die Fresse, ne? Oh, jetzt die Kronkorkenmine wäre natürlich ein Träumchen. Okay, warte mal, gegen den will ich Eugene noch nicht verwenden. Dafür ist der zu scheiße. Ich glaube, der kommt aber auch nur dann, wenn man die töten könnte. Okay, warte mal. Splittermine. Was haben wir denn noch so? Impuls bringt mir aber gegen die gar nichts. So, jetzt nehmen wir natürlich Eugene in die Hand. Oder liegt. Nee, Eugene ist schon besser. Macht halt mehr Damage, ne? Jetzt ist er nicht tot. Fuck. Ah, ist doch ein bisschen dumm. Das war ein bisschen dumm. Ich dachte eigentlich, der wäre schon mit dabei, aber ist er leider nicht. So. Oh, cool, jetzt ist gar keine. Achso, oh, scheiße. Ach, fuck, ich bin ja noch hier hinten. Der war ja da unten auch erst, ne? Jetzt habe ich natürlich voll verwurstet alles. War da irgendwas so Geiles? Nee, eigentlich war da nichts wirklich Geiles, deswegen scheiß drauf. War halt nur der Ghoul, ne? Das war's. Da habe ich die Waffe. Oh, perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja! Alter, lauf doch nicht genau vor meine Waffe, ey. Was ist los mit dir? Der Typ, ne? Und dann bin ich nämlich derjenige wieder, der die Scheiße gebaut hat und auf die Fresse kriegt. So läuft's doch immer. Ah, ein bisschen Jet. Ein bisschen Mad Axe. Da kann das Leben beginnen. So, draußen sind wir. Ich habe sie alle gerettet, würde ich sagen. Ich bin super. Wow, 13 Erfahrungen kriege ich dafür ernsthaft. Oh... Hier sind wir jetzt. Okay. Was gibt's? Boah, die ist ganz schön scheiße, ne? Sind Sie sicher? Ich will nicht zu lange... Wir sind jetzt bei der Stählernen Bruderschaft. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die will ich noch gar nicht hin. Ich gehe jetzt mal noch ganz schnell, ganz fix... Wobei, wir können ja auch direkt hier hin. Wir gehen mal direkt hier hin zu Wort 101. Dann würde ich sagen. Gucken wir ganz kurz mal. Hm, eigentlich müsste ich ein Radiosignal empfangen. Aber irgendwie bekomme ich das nicht. Dr. Lee durch den Taft, sonst hat er den Labor. Achso. Na gut. Ich reise nochmal schnell zurück, weil dann beende ich den Scheiß jetzt nochmal schnell. Und bring die Alte zur Zitadelle, damit sie glücklich ist, damit die Quest beendet ist. Entstressig, ne? Entstressig, du. So, dann nehmen wir natürlich erstmal das Gauss-Gewehr wieder in die Hand, weil... Weil darum.
So, habe ich die jetzt beendet? Die Quest? Komm schon, komm. Wir können jetzt nicht anhalten. Wir müssen weiter. Du bist stehen geblieben. Was gibt's? Was gibt's? Tja, das ist auf jeden Fall ein sicherer Hafen, der hier ist relativ gut geschützt. Und wir haben sie nach Hause, naja, in die Zitadelle gebracht, nach Hause nicht wirklich. Und damit bekommen wir einen Levelaufstieg. Den machen wir noch und dann ist aber wirklich Schluss hier. Würde ich sagen, haben wir noch was in kleine Sachen. Schleichen brauche ich nicht, waffenlos interessiert mich auch eigentlich nicht. Energiewaffen ist halt noch ziemlich geil, machen wir auch erstmal auf 80 große Waffen. Da hauen wir jetzt die restlichen Punkte einfach rein. Machen wir mal weiter und was nehmen wir denn jetzt? Ist da irgendwas? Sprint des Sensenmanns. Wenn sie alle ihre Ziele im Wets-Modus töten, werden alle ihre Aktionspunkte wiederhergestellt, sobald sie Wets verlassen. Level 2. Oh, Level 20. Nicht 22, 20. Natürlich, Entdecker nehmen. Fertig. Und jetzt ein Blick hier noch auf die Karte. Und wir sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Oh. Shit. Ja, es sind noch zwei, drei Örtchen dazugekommen. Finde ich super. Das heißt, ich werde in irgendeiner... Weil hier kriegen wir auch teilweise noch natürlich ein paar Quests. Little Lamplight, das ist auch cool. Vault 87, da ist eine Vault, Everglow, bla bla, Sendeturm und hier das und dies und jenes und auch der hier ist mit dabei. Oh, es gibt noch so viel, was wir nicht gefunden haben, ne? Oh shit. Auch hier ist noch richtig viel, was wir nicht gefunden haben, auch hier. Und wir werden alles besuchen. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mich mal aufmachen und ein bisschen Entdecker spielen. Und einfach mal mich immer zu irgendeinem Ort porten, der in der Nähe ist. Und dann laufen wir oder irgendwo anfangen. Vielleicht, ich sag jetzt mal, ich würde jetzt hier unten anfangen zum Beispiel, ne? Hier. Markierung einfach mal eben setzen. Und dann fangen wir von hier an, gehen hier hin und laufen einfach wirklich straight alles ab. Damit wir alles entdeckt haben. Und eventuell mache ich dann auch schon die Wackelpuppensuche. Müssen wir mal schauen. Weiß ich noch nicht so genau. Vault 106 gibt es auch noch. Big Town. Big Town ist auch cool, glaube ich. Ach stimmt, Big Town und Little Lamplight. Ja, richtig. Richtig, richtig. Ach ja. Ach ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Alles, echt alles auf der Karte. Und es gibt wirklich viele Orte, die man einfach entdecken kann. Das ist ziemlich krass, muss ich schon sagen. Aber ich würde sagen, jetzt sind wir fertig für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich möchte hier gerne aus diesem Menü raus. Haut rein.